davon nur abraten. Herr Habeck, NDS. Herr Habeck, als Sie hier im Oktober 2023 die Konjunkturprognose vorgestellt haben, hatten Sie noch von einem antizipierten Wirtschaftswachstum von 1,3% gesprochen für das Jahr 2024. Mittlerweile liegen wir zwischen 0,1 und 0,2%. Da würde mich interessieren, wie erklären Sie denn diese Diskrepanz innerhalb von 6 Monaten? Was hat sich da dramatisch verändert, dass man sozusagen von 1,3 auf 0,2 fällt? Ja, vor allem hat sich ja jetzt in den letzten 2 Monaten von 0,2 auf 0,3 etwas verändert. Wir bleiben vorsichtig. Es ist nur eine moderate Nachzeichnung dessen, was wir sehen. Aber ich habe es ja vorgetragen am Anfang des Statements, die Indikatoren jetzt in doch großer Stückzahl zeigen nach oben, und zwar schneller nach oben, als wir es erwartet haben. Zusatz, Herr Warwick? Ja, Frage geht vermutlich eher an Frau Bartsch. Der IWF hat ja in der Begründung für diese schwache Wachstumsprognose vor allem auf die schlechte oder schwache Verbraucherstimmung in Deutschland verwiesen. Da würde mich interessieren, teilen Sie das analytisch? Und wenn ja, was sind denn die konkreten Schritte, um die Kaufkraft und den Konsum hier in der Republik wieder anzukurbeln? Ja, also in der Tat hat der IWF ja jetzt seine Prognose für Deutschland noch mal leicht nach unten angepasst, vor allen Dingen für dieses Jahr, und landet jetzt auch bei 0,3%, wo wir jetzt auch sind. Was den privaten Verbrauch angeht, ist es so, dass der vor allen Dingen von der fallenden Inflation gestärkt wird, weil dadurch Verbraucher mehr Geld in der Tasche haben, weil die Reallöhne stärker steigen. Und was man auch historisch sehen kann, dass Verbrauchervertrauen relativ eng mit Inflation zusammenhängt. Das heißt, fällt die Inflation, steigt in der Regel das Verbrauchervertrauen. Wir haben einen sehr stabilen, robusten Arbeitsmarkt, niedrige Arbeitslosigkeit. Die Stimmung im Unternehmensbereich steigt merklich, das IFO-Geschäftsklima heute. Und wir sehen auch in den Umfragen bei den Unternehmen, dass die Einstellungsneigung, die Einstellungspläne der Unternehmen nicht nur auf hohem Niveau sind, sondern auch sich wieder verbessern. Und insofern würde ich sagen, ist alles dafür angelegt, dass in diesem Jahr der private Verbrauch, der in der Tat im letzten Jahr schwach war, jetzt stärker wird. Frau Kollegin, bitte. Ja, la certa brasilianische